Marihuana verboten. 3, 3, 3, 3, 3. Herzlich willkommen beim Podcast Analphabeten. Mein Name ist CF Faust. Hi, ich bin Martina Baljak. Hi Leute, hi Sisi. CF Faust, wie geht es dir? Gut, ich bin froh, dass wir es endlich mal geschafft haben, wieder über Skype uns zu treffen. Genau, ich auch. Noch schöner war es natürlich, als du hier warst, das ist ja klar. Ja, das ist eine große Änderung jetzt, wieder per Skype zu reden, aber naja. Es ist auch schön, dich zu sehen. Ja, vor allem, man muss so diszipliniert dann sagen, nein, wir treffen uns jetzt wirklich per Skype. Es kommt immer kurz noch was dazwischen. Oder man, oh Gott, heute ist ja schon Sonntag, jetzt wollten wir uns ja treffen. Oder wie viel Uhr? Naja, und ja, so weiter und so fort. Aber wir haben ein ganz tolles Thema heute. Und zwar wollen wir über den Stand-Up-Comedian Russell Brand sprechen. Ja, und, stimmt. Wir haben sein Buch gelesen und haben auch ein paar, also was heißt sein Buch, wir haben auch Sachen von ihm geschaut, natürlich die Netflix-Specials und alles Mögliche, was es so gibt von ihm. Aber vor allem sein Buch Recovery, Freedom from Our Addictions haben wir gelesen. Gelesen. Und gehört. Gehört, er spricht im Original, genau. Ja. Und sollen wir erst ein bisschen Russell Brand vorstellen? Soll ich mal loslegen oder willst du? Oder? Leg los, bitte. Ja. Okay, also das Schöne ist ja, dass man den nämlich hier in unserem Podcast in so einer perfekten Reihe lesen oder stellen kann. Wir haben ja hier angefangen eigentlich mit den Beatniks in unseren allerersten Folgen und sind dann, wenn ich jetzt mal die Lusophon-Reihe überspringe, haben wir dann Bücher gelesen von Musikern, die schreiben und haben da vor allem ganz viele Rockstars aus den 70ern behandelt, die auch alle die Beatniks als Vorfahren hatten. Und jetzt sind wir in unserer Reihe gelandet, wo wir Stand-Up-Comedians behandeln wollen. Und da ist Russell Brand richtig der Rockstar unter den Stand-Up-Comedians. Und ein richtiger Beatnik-Rockstar eigentlich. Und das finde ich das Schöne bei ihm. Er ist auch richtiger Beatnik-Fan. Wer so Interviews oder sowas von ihm mal schaut, er hat immer wieder von Jack Kerouac On the Road Zitate mit drin. Er hat das sogar selbst abgefahren. Er ist diese Strecke, diesem Buch, die im Buch hinter sich legen, die hat er selbst auch angeblich abgefahren, was ziemlich abgefahren ist. Haha. Und genau, und man sieht es an seinem ganzen Image, seinem früheren Image zumindest, dass er sich richtig als dieser Rockstar auch vermarktet. Und der war auch damals, hat er einen Hoch gehabt, als wurde er als britischer Stand-Up-Comedian in den USA bekannt und war da in alle möglichen Skandale verwickelt, hat irgendwie mit ganz vielen Frauen dort geschlafen, lustige Filme gemacht und war mit Amy Winehouse viel unterwegs. Das war ungefähr diese Zeit, war mit ihr oft auch in den Schlagzeilen und ist jetzt erwachsen geworden, so sagt er selbst. Hat Frau und zwei Kinder und ist jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen in England und hat einen Podcast, der aber sehr, sehr klug ist. Ja. Genau. Und insofern hat er eine riesige Fahrt hinter sich. Aber das Wichtigste wahrscheinlich, dass man über ihn sagen muss, dass er in seiner Jugend ein ganz schlimm drogenabhängig war von Heroin. Und darum geht natürlich jetzt dieses Buch, über das wir heute sprechen wollen. Wann hast du zum ersten Mal über ihn gehört? Ja, dir das bekannt? Ich habe immer total den Bogen um ihn gemacht, weil ich kannte immer die Bilder von ihm und ich kannte so ein paar Ausschnitte aus irgendwelchen schrecklichen Interviews, wo er wahrscheinlich auch total, vielleicht nicht unbedingt auf Drogen war, aber bestimmt alkoholisiert war und völlig high von dieser ganzen Hollywood-Szenerie. Und da fand ich ihn immer so unsympathisch und furchtbar, wie so ein Hampelmann, dass ich dachte, oh Gott, der, wie ätzend, ja. So ein niveauloser Clown. Ja. Aber ich habe den richtig jetzt nochmal für mich entdeckt, wie klug der eigentlich ist und wie der auch mein Englisch also fördert oder fordert, ja. Weil der so ein tolles Vokabular hat, das ist ein richtiger Spoken-Poetry-Held eigentlich. Mhm. Ja, der widerspricht, es ist Wahnsinn. Also er könnte sehr leicht jede Debatte gewinnen.
Ja. Also er ist unglaublich schnell im Kopf und er, man merkt es, wie er diese Sätze, die er einfach so in Sekunde sich ausdenkt. Also das ist so genial. Also wie wortgewandt er ist. Also ich habe wirklich das sehr, sehr selten gesehen bei Stand-up-Comedians. Normalerweise sieht man diese Bits oder das Ganze, was sie geplant haben, und normalerweise merkt man, ah ja, das wurde schon geschrieben, das ist schon geplant. Und bei gescriptet und bei dem ist es eigentlich so, dass man natürlich gibt es wahrscheinlich Teile, die auch vorbereitet waren, aber trotzdem viele davon, glaube ich, ist auch sehr entsteht spontan bei ihm, In weil diesen er auch Interviews oder so, so, genau, ja. ja, man merkt es in Interviews von allem. Ja. Und seine Stand-up-Specials, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Stand-up-Comedian auf Englisch gehört zu haben, der so ein breites Vokabular bietet, der so schnell spricht und so diverses Vokabular einfach benutzt. So, dass ich wirklich manchmal auch in dem Buch, also ganz oft einfach Wörter nachgeschlagen habe, weil ich dachte, oh, das klingt aber cool. Ich habe wirklich, wenn ich im Englischen lese, mache ich mir eigentlich nie die Mühe, Wörter nachzuschlagen, obwohl ich es eigentlich müsste. Aber man hat immer eine Ahnung ungefähr von den Wörtern, auch wenn man nicht eins zu eins die Übersetzung kennt. Aber er benutzt irgendwie so coole neue Wörter, die klingen dann auch so geil, wenn er die spricht, dass er richtig Bock hat, irgendwie die dann nachzuschlagen. Also das ist wirklich für jemanden auch, der die Sprache lernt, glaube ich, oder studiert, richtig, glaube ich, macht, glaube ich, richtig Spaß. Ja, also mir hat es zumindest Spaß gemacht, Ich auf dieser glaube, das Sprache ist zu für lernen. uns beide, also wir sind beide so ein bisschen US-Stand-up-Comiker-affin. Und deswegen ist es für uns auch ein bisschen etwas anders, einen jemanden aus Großbritannien zu hören, überhaupt. Und dann auch ein bisschen mit diesem englischen Akzent und so. Obwohl Ricky Gervais, okay, also ich bin auch ein Fan von ihm, aber das ist etwas dann anders im Vergleich zu Ja, Russell. man hört ja schon viele britische Schauspieler und so auch. Also ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur daran liegt, aber Nee, ich da ist schon mehr meinte Anspruch. Stand-up. Ja, Aha. stimmt, ja. Aber auch Für Stand-up meinte Stand-up-Comedians. ich, ja. Also wie heißt die Nanette gemacht hat? Ich habe gerade den Namen, ist mir gerade entfallen und so. Es gibt schon einige auch, glaube ich, wo ich nicht so das Gefühl habe. Also, aber klar, wenn man ihn im Interview dann auch hat mit anderen US-amerikanischen Stand-up-Comedians, da hat man das Gefühl, die können dem alle nicht das Wasser reichen. Also sogar mit Bill Burr, wo man das Gefühl hat, das ist einer der klügsten, reflektiertesten, sagen wir mal, sozialkritischsten Stand-up-Comedians. Wenn der mit ihm spricht, dann ist da auch so ein Gefälle, finde ich, erkennbar. Also es ist, Ja, der stimmt. wirkt wirklich ein richtig sehr, sehr intelligent, studiert und so weiter. Dabei kommt er aus sehr armen Verhältnissen Ja. und hat nicht studiert, hat sehr, sehr viel abgebrochen und hat diese schlimme Drogenkarriere hinter sich. Ja, wie hast du den entdeckt? Hat er dich immer, du kanntest den, glaube ich, immer schon, Ich ne? glaube, dass das erste Mal, wo ich dachte, wow, der ist einfach sehr lustig, war bei Conan. Er besuchte mehrmals Conan O'Brien. Und da gab es diese Interviews von ihm, wo er so über Jennifer Lawrence so erzählt hat. Oh, natürlich, of course I would be with Jennifer Lawrence. Like every time. Und es ist ziemlich lustig. Aber das erste Mal eigentlich, als ich ihn gesehen habe, war in einem Film Get Him to the Greek. Und in diesem Film gibt es sehr viele so Schauspieler und Sänger und P. Diddy ist auch dabei. Und er spielt so eine internationale Rockstar. Und dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, weil er so lang, also ich meine, ein sehr hoher, aber sehr, sehr, sehr dünner Mensch, Mann, mit diesen langen Haaren, so ein bisschen Den quasi so engen fast Hosen. Jesuartig so aussehend, wie ein Asketer. Ja, also er sieht asketisch aus fast. Und ja, und das waren meine erste quasi Begegnungen mit ihm. Und dann glaube ich, dass er in dieser Zeit noch mit Katy Perry verheiratet war. Ja, genau, ja. Das war diese Sind es nicht auch noch die MTV-Zeiten, die wir noch kennen? Ich meine, ich hätte den auf der MTV auch ganz oft rumhampeln Genau, sehen. er war bei MTV, genau. Ja, Ja. War dort der hat er war. Moderator da? Oh je. Ja, ich glaube, er war Moderator dort. Das Ja. waren seine Anfänge.
Ja, also immer Ja. laut, immer laut und allen auf die Nerven gegangen und so. Also ganz anders als jetzt. Jetzt ist er so total gesettelt und genau. Also wer ihn kennenlernen will und erstmal lieben lernen will, dann würde ich sofort das letzte Interview mit Conan O'Brien ihm empfehlen, was im Lockdown gemacht wurde, weil das ist wirklich zum Verlieben. Also das ist einfach toll von beiden, von Auf beiden. jeden Fall. Ich glaube, die sind das beste Paar, so Ja. Gesprächspartner. Ja. Man merkt, dass sie auf der gleichen Wellenlänge Ja. sind und die verstehen sich so gut einfach. Alle Interviews mit Conan O'Brien Ja. sind wirklich ein Genau. Und Juwel. Also ich der freue Conan mich. kann das dann auch so cool, wenn er merkt, es wird ihm jetzt zu hoch. Und dann sagt er, This is American Television, you have to dump it Und dann hat Genau. er einfach sofort Manchmal aufgefangen irgendwie. ja, und manchmal sind solche Videos mit den beiden, das ist etwas, was ich immer wieder besuche dann, wenn ich Zeit habe oder so und ich möchte etwas Cooles mir anschauen, das ist dann normalerweise, also seine Interviews mit Ja, Conan. für gute So Laune, ja. I need it in my life, so Ja. solche Videos. Also sehr, sehr cool. Wir hatten ja auch eine Folge schon gemacht über Chelsea Handler und mit der kam man überhaupt nicht aus. Also da gibt es auch so eins der schlimmsten, schiefgelaufensten Videos oder sowas, ist das, wo er mit Echt? Chelsea Das wusste Handler ich zusammen. nicht. Ja, Was ist so. passiert? Wie war das irgendwie? Die Chelsea sagt zu ihm, The way you look at my vagina makes me, oder the way you look at me makes me wanna cover up my vagina oder sowas. Und dann nimmt er irgendwie so ein Glas und sagt, Don't worry, I'll cover it up for you. So voll bam zurück. Und sie sagt Wow. nur, Wow, that was good. Or that was fast oder so. Also sie ist dann sowas auch beeindruckt von seiner Schlagfertigkeit. Ja, also die können sich nicht so ausstehen. Ja, sind so vom Typ her ganz anders. Aber das hatte ich noch so in Erinnerung. Ja. Oh, jetzt Das habe ich fangen nicht bei mir gesehen, hier die das war Cornflakes um. die Inszenierung, die Szene. Das ist die. Ich habe schnell Hunger, schnell, schnell, schnell. Ich habe nur 2 Minuten zu essen. Ich muss irgendwas. Ja, egal. Was mich eigentlich wundert, also ich versuche wirklich immer, dass wir nicht so in Dunkelheit sind, wenn wir quasi wegen dieses YouTube-Videos, die wir auch machen wollen, neben unseren Audio-Folgen. Und ich glaube, dass ich wirklich jede Lampe in meinem Haus finde und vor mir stelle. Ich werde blind während dieses Gesprächs und trotzdem bin ich immer noch so in Dunkelheit. Ich verstehe das nicht, wie Sie Ich das machen. glaube, Wahrscheinlich brauchen wir jetzt, also für die nee, weil nächste du ein Staffel Licht hinter dir anhast. Ich glaube, weil du ein Licht hinter dir anhast. daran liegt es. Vielleicht Das muss sollte ich das aus. machen, Ja, oder? genau. Ja, So, ist es besser? schon besser, ja. Okay, danke. Du Ja. wirst, wenn wir eine seriöse Sendung, eine famose Sendung eines Tages haben, dann bist du für unser Nee, Lichttechniker um Gottes Willen. Nee. zuständig Wir und brauchen so. auf jeden Nee. Fall jemand, der uns alles. Wir sind die Ja, bitte. Technik-Analphabeten Oh. hier. Komm, dann sprechen wir Du jetzt hast zuerst über so, das ich habe Buch viel ein zu. bisschen. Ja? Ja, bitte. Und zwar Recovery, das habe ich schon gesagt, wie das Buch heißt. Freedom from our Addictions, also die Freiheit von unseren Abhängigkeiten, von unseren Süchten. Und damit sind wirklich alle Süchte gemeint. Und das betont er immer wieder, dass er selbst zwar heroinabhängig war. Es ist übrigens 2017 erschienen, nur weil ich das irgendwie immer nie gebacken kriege zu sagen, aus welchem Jahr das dann immer ist. Aber jetzt diesmal habe ich es mal recherchiert. Und es geht also wirklich um alle Süchte. Eben nicht nur die typischen, so die man so kennt, dass man sagt Alkohol, natürlich Drogen und so weiter, sondern er sagt auch wirklich Sex, Konsum natürlich total. Er ist sehr, sehr linksorientiert, spricht immer wieder auch nochmal über Kommunismus und so weiter. Also es ist bei ihm alles gegen antikapitalistisch ganz, ganz stark. Gerade jetzt sein aktueller Podcast vor allem. Klar, seitdem er aus dieser Hollywood-Blase raus ist, kann er das alles sagen. Natürlich vorher war er so Teil des Kapitalismus irgendwie. Und darum geht es also wirklich bei ihm, dass er wirklich sensibel machen möchte dafür, was wir eigentlich alles für Süchte haben, obwohl wir uns gar nicht bewusst sind, dass es eigentlich Süchte sind, weil sie eben nicht so unter dem typischen Esssucht, Drogensucht und so weiter laufen, sondern er sagt, dass wir eigentlich ständig von Süchten umgeben sind und die uns kaputt machen, die uns nicht gut tun. Er selbst war auch sexsüchtig. Das hat er Ja. mehrmals auch angesprochen in seinem Buch, aber auch in vielen Interviews auch. Genau.
Ja, was er dort macht, ist dieses 12-Schritte-Programm, was auch typisch bei diesen anonymen Alkoholikern ist. Also wen das interessiert, das kann man auch recherchieren. Das hat eine eigene Geschichte. Das ist 1930 entstanden. Das haben zwei Männer, glaube ich, erfunden. Einer war Arzt, der andere auch selbst alkoholabhängiger, ehemaliger Alkoholiker. Die haben dieses 12-Schritte-Programm ins Leben gerufen und vor allem diese Gruppen, die anonymen Alkoholiker, die damit einhergehen oder die man damit verbindet. Und er geht diese 12 Schritte quasi alle durch und erklärt dieses 12-Schritte-Programm. Und das finde ich erstmal schon überraschend, weil ich hätte erstmal gedacht, dass es wieder eigentlich viel stärker autobiografisch ist, weil wir hatten bisher über alle Bücher, die wir gesprochen haben, bei Stand-up-Comedians hatten wir richtig krasse Autobiografien. Und das ist jetzt gar nicht der Fall. Immer nur so versteckt blitzt es so auf, Ja, dass er so ja. einen Satz sagt über Katy Perry. Oder ein Satz oder zwei Sätze über Amy Winehouse. Und dann ist der Voyeur in mir dann immer so, oh, bitte erzähl mehr davon. Bitte erzähl mehr Wir davon. wollen mehr wissen, genau, Genau. ja. Also ich bin scheinbar ziemlich scharf auf seine Autobiografie eines Tages. Aber dieses Buch ist tatsächlich sehr idealistisch wirklich geschrieben, um Menschen zu helfen. Sollen wir ein bisschen auf diese Schritte eingehen, vielleicht? Ja, gerne. Also ich Ja. habe die Struktur vor mir, wie immer. Aber ja, also was ich eigentlich, vielleicht sage ich ja das später dann zu seinem Stand-up, Netflix-Stand-up. Also die 12 Schritte, das erste ist erstmal zu sagen, anzuerkennen, dass man gegenüber seinem Problem machtlos ist oder dass man überhaupt ein Problem hat. Das ist schon mal eins der wichtigsten Schritte, was auch bei mir so, wow, irgendwie nochmal. Das ist ja oft so bei solchen Sachen, dass man sich die so plakativ durchliest. Ja, ist auch klar. Aber wenn man sie dann nochmal so verinnerlicht und dann nochmal drüber nachdenkt und denkt, nee, es stimmt eigentlich. Das Schwierigste ist eigentlich anzuerkennen, ich bin total handysüchtig oder was auch immer süchtig. Ja. Ja, Twitter-süchtig. Genau. Genau. Sie fasst sich an die eigene Nase, wer das gerade nicht mit Video geschaut hier. Genau. Dann, was mich auch total überrascht hat an diesem 12-Schritte-Programm, ist, wie religiös das eigentlich ist. Und dass Russell Brand auch total ausbaut. Und zwar nicht bezogen jetzt spezifisch auf eine Religion, sondern generell den Glauben an etwas Höheres. Und das fand ich immer, da ist auch so mein Herz immer ein bisschen höher geschlagen, weil ich dachte, er hat so recht. Er beschreibt es so, weshalb er eigentlich drogensüchtig wurde, dass er eigentlich in seinem Leben immer ihm was gefehlt hat. Und er das immer versucht hat, mit Drogen irgendwie zu besänftigen oder zu stillen, diesen Hunger nach mehr, nach was Größerem. Und er sagt dann immer, das ist it's the divine, also etwas Göttliches eigentlich oder etwas Übermächtiges, was in unserem Leben fehlt, dass unser Leben eigentlich, dass wir so uns so leer erscheint, weshalb wir diese Lücke irgendwie schließen wollen mit was auch immer von der Sucht, ob mit Alkohol oder mit Konsum oder was auch immer, weil uns eigentlich der Glaube an etwas Göttliches, etwas Übernatürliches eigentlich fehlt. Und das fand ich, da war ich einfach nochmal so, ja, da war ich beeindruckt erstmal von diesem Programm nochmal, weil mir das nicht klar war, dass das so fundiert ist, aber auch von Russell Brand, dass er so über dieses Göttliche so spricht, dass ihm das so wichtig ist. Ja, das fand ich Ja. toll. Genau, das ist Schritt 2, zum Glauben kommen, dass nur eine Macht, die größer als man selbst ist, diese eigene geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Ich versuche es irgendwie kurz zu machen, ja. Dann drittens ist überhaupt erst den Entschluss zu fassen, jemandem das anzuvertrauen, ja. Viertens ist eine gründliche und furchtlose Inventur seiner selbst machen. Also aufräumen in sich selbst quasi, ja. Und dort in Dann, diesen ersten Kapiteln, sorry, jetzt diese ja, kleine nee. Unterbrechung, sagt er, you are still not sure that you are fucked. Ja, Also du musst quasi erst zugeben, dass du, und dann in den nächsten Kapiteln sagt er, okay, vielleicht habe ich dich noch nicht immer gewonnen auf meiner Seite und jetzt frage ich dich immer noch, dann bist du, are you sure, dass es dir gut geht oder dass du genau. wirklich weiter so leben möchtest und so? Und dann, Genau, so okay, heißen auch die wenn du Kapitel. jetzt sicher bist, dass du weiter lesen möchtest, dass du eigentlich dein Leben verändern möchtest, dann lies weiter und so. In dem Sinne ist es so ein bisschen. Also es gibt eine Humor,
eine Art von humorvolle Art mit dem Leser zu reden. Und das fand ich cool, obwohl natürlich das Buch ist sehr ernst eigentlich geschrieben. Es ist nicht so geschrieben wie Chelsea oder so, die Sachen, die wir schon besprochen haben, die ein bisschen mehr so in diese Richtung wirklich Komödie gehen. Genau, und wenn man sich diese 12 Schritte durchliest, dann ist das natürlich so ein Selbsthilfebuch, was ziemlich zäh ist. Das hört man ja jetzt schon, wenn ich das runterbete. Das ist alles ein bisschen, oh ja, okay. Und wenn man sich dann das Inhaltsverzeichnis jetzt von Russell Brand anguckt, eigentlich hat er eine Bagatellisierung so ein bisschen von diesem 12-Schritte-Programm geschrieben. Also seine Kapitel, er hat, was für eine Überraschung, 13 Kapitel, also 12 Kapitel, die natürlich über dieses Programm gehen, die 12 Schritte sind. Und das 13. Kapitel heißt dann Rebirth, also so wie das Buch. Da ist quasi die Zusammenfassung. Und er hat die Kapitel so genannt. Kapitel 1 ist, are you a bit fucked? Kapitel 2, could you not be fucked? Could you not be fucked? Kapitel 3 ist, are you on your own going to unfuck yourself? Und dann Kapitel 4, vielleicht ist es sogar lustiger, wenn ich das vorlese, anstatt der richtigen 12 Schritte. Kapitel 4, write down all the things that are fucking you up or have ever fucked you up. And don't lie or leave anything out. Also du sollst alles aufschreiben, was dich in deinem ganzen Leben total angekotzt hat. Und sei ganz ehrlich und schreib wirklich alles hin. Was du ändern möchtest, ja, egal was das sein kann. Kapitel, es muss nicht Heroin sein. Genau. Kapitel 5, honestly tell someone trustworthy about how fucked you are. Also das hatte ich eben gerade gesagt. Sag jemandem anderen ganz ehrlich, was mit dir nicht stimmt. Kapitel 6, that's revealed a lot of fucked up patterns. Do you want to stop it? Seriously? Seriously? Kapitel 7, are you willing to live in a new way that's not all about you and your previous fucked up stuff? You have to. Also wie heißt das hier? Das war jetzt Kapitel 7. Aber hier heißt es dann natürlich demütig darum bitten, dass Gott sämtliche persönliche, chronische, das Leben behindernde Verhaltensweisen beseitigt. Also da sieht man nochmal, wie göttlich das alles religiös ist, alles. Ja, Kapitel 8. Prepare to apologize to everyone for everything affected by you being so fucked up. Also entschuldige dich bei allen, die du damit in irgendeiner Form verletzt hast, ne? Dadurch, dass du selbst überhaupt so fucked up bist, ne? Ja. Das finde ich auch hart. Und das finde ich dann auch immer, also ja, sich bei allen entschuldigen dafür, das ist ja auch irgendwie wieder so ein eitler Akt eigentlich. Dann zurückzugehen und zu irgendeiner Frau, die vielleicht überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben, dann nochmal sich zu entschuldigen. Also fand ich auch immer so eine zweischneidige Sache, wie er das beschreibt. Ah ja, und deswegen sagt er dann Kapitel 9, now vor allem, apologize. Weil das sehr viele Frauen wären, in seinem Fall. Now apologize unless that would make things worse. Genau. Kapitel 10, watch out for fucked up thinking and behavior and be honest when it happens. Ja, und so weiter. Help people if you can ist dann noch das Letzte und so weiter, ja. Ja, das ist dieses 12-Schritte-Programm und das, finde ich, zeigt so, was er eigentlich für eine Wandlung durchlaufen hat. Dass er wirklich so eine Person öffentlichen Lebens geworden ist, die was zurückgeben möchte. Er ist eigentlich ist er ein Aktivist geworden. Also angefangen jetzt noch bei Recovery, bei dem Buch, wo er wirklich anderen Menschen helfen möchte. Und von seinen Erfahrungen, was weitergibt an andere Menschen, weiter zu, ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von der Doku, die du rausgesucht hattest, zu seinem Aktivismus. Ja, also ich fand generell, was ich bei ihm und Ricky Gervais immer so lustig finde, ist, dass Ricky Gervais ihn also sehr belustigend eigentlich kritisiert hat, im Sinne von, ja, also ich muss wirklich über meine Witze so nachdenken, ich muss das alles aufschreiben und so. Und Russell Brand kommt einfach zum Stage und er sagt, hey, ich bin seit 16 Jahren, I'm clean, I haven't used drugs. Und das ganze Publikum geht so, woo, yuppie.
Als ob das eine quasi eine geile Erfolg eigentlich ist. Natürlich ist es, aber eigentlich er ist quasi wütend, deswegen er ist böse, weil seine eigentliche Abstinenz gefeiert wird. Und er ist so im Sinne von, was ist mit meiner Abstinenz? Ich habe nie Heroin benutzt und niemand applaudiert mir auf dem Stage, auf der Bühne. Deswegen, also das fand ich immer so lustig, wie Ricky das quasi empört so das erzählt. Genau, also bei dem Buch, was mir ein bisschen so gefehlt hat, ist dieser Ton, der eigentlich sehr, sehr hartnäckig ist, in diesem, bleibt in dieser spirituellen quasi Kreis, Gefällt oder gefehlt? Sorry. gefehlt hat. Okay, ja. Sorry, gefehlt hat. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. So ein bisschen mehr Persönliches, ein bisschen mehr etwas, wo du etwas, was nachvollziehbar wäre in dem Buch. Aber trotzdem, also ich habe diesen Doku bei Netflix gesehen, wo er über Drogen sucht Ach so, genau, und ja. überhaupt mit Drogensüchtigen über das ganze Programm, die alle Drogensüchtige durchgehen müssen, zu dieser, wenn sie in diese Kliniken gehen sollen und so, wie diese quasi, wie dieses Programm aussieht. Und das hat, ich glaube, bei meinem Netflix ist es momentan nicht da. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland funktioniert. Ab und zu geht mein Netflix so wild, etwas passiert mit ihm. Aber in jedem Fall, genau. Also das würde ich jedem empfehlen. Und ich möchte noch etwas zu diesem Doku sagen, den wir beide uns angeschaut haben, gemeinsam, weil ich fand diese Art und Weise, wie er da über seine so, ich glaube, das ist auch, wie heißt der Doku? Rebirth auch, über seine quasi, also über Geburt von seinem ersten Kind. Und in diesem Doku analysiert er die Interviews, die er gegeben hat. Und das fand ich so gut, diese quasi Metaebene von, ich habe etwas gemacht und jetzt werde ich wirklich, also nicht erzählen, sondern ich werde jetzt diese Interviews spielen und sie später im Nachhinein quasi kommentieren. Das fand ich so lustig. Und vor allem, weil es um Interviewfehler ging, also um alle möglichen Fehler, was er dabei gemacht hat und was er gesagt hat. Und das fand ich wirklich, wirklich gelungen. Über diese Suppe, die er von dieser armen Frau beispielsweise genommen hat. Er hat eine arme Frau besucht und dann hatte er in dem Moment total Hunger und dann hat er gefragt, ob er etwas essen könnte. Und dann sagte er, ja, bei dieser total armen Frau, die eigentlich nichts hat, habe ich vor dem laufenden Kameras eine Suppe von ihr genommen. Und ich war so wütend auf mich danach, dass sie diese Suppe Wobei er dann einfach noch bei gesagt hat, mir nein, hatte. nein, ich brauche die jetzt nicht, ich muss die jetzt nicht nehmen. Und dann wurde es auch wieder unhöflich, die dann quasi nicht anzunehmen. Ja, er wusste nicht, was er dann tun sollte. Oder wenn er zum Beispiel mit diesen Bürgerinnen protestiert hatte auch und dann hat er etwas Dummes so erzählt. Das fand ich einfach so, diese Selbsthumor, das fand ich so befreiend. Natürlich, Die also Reflexion, ne? Ja. genau. Natürlich machen sich auch andere Komiker auch oft über sich selbst lustig, aber nicht auf diese Art und Weise. Das hat mir sehr, sehr, also das hat mir sehr gefallen. Ja, vor allem live auf der Bühne Videos zu analysieren von sich selbst. Das ist auf der einen Seite, zeigt es ja nochmal den puren Narzissmus eigentlich. Auf der anderen Seite ist auch, du merkst so, er kann eigentlich nicht schlafen nachts, weil es ihn so fertig macht, dass er sich so bescheuert benommen hat in diesem Parkkamera-Interview oder so. Und dann aber auch wieder einfach total genial auf der Stand-up-Comedy-Bühne, das dann so zu machen, ja. Also. Und seine Fehler sind auch, also bei ihm ist es alles so, dass er so eine unterhaltsame Person ist. Und alles, was er macht oder sagt, sogar diese dumme Fehler, die er gemacht hat, sind auch immer wieder komisch und lustig. Und ja, das fand ich sehr super in diesem Doku.
Genau, nochmal vielleicht, was wir jetzt, wir haben über das Buch gesprochen, was von 2017 war und was du jetzt erwähnt hast, ist sein Netflix-Special, also sein Stand-up-Special, das war von 2018, was Rebirth heißt, wo es vor Ja. allem um seine Frau geht und die Kinder, also wie er die Geburt die er miterlebt hat, quasi beschreibt und so weiter. Und es verfließt aber alles so miteinander, weil er in diesem Stand-up-Special über ganz viele Dinge spricht, die er in seiner Vergangenheit, in seiner Karriere davor schon gemacht hat. Deswegen zerfließt das irgendwie alles so von Content, was er selbst schon gemacht hat. Unter anderem den Aktivismus, wo er für Frauen gekämpft hat, vor allem viele alleinerziehende Frauen, ne, die in so Sozialwohnungen waren, in England Ja, und gehen sollten für irgendein tolles Bankprojekt oder weiß ich nicht, was für ein Riesenbau dahin sollte. So eine Gentrifizierung von diesem Stadtteil sollte da stattfinden und da haben sich diese Frauen gewehrt und er hat diese Frauen unterstützt. Was lachst du? ich lache wegen dieser Szene, ja, das war so Ach so, genial. ja. Ja, wo er vor der Kamera, dann wird eine dieser Frauen halt interviewt und die sagt was total Kluges und er ist eigentlich nur der Hampelmann, der total voll niveaulos diesen Interviewer Und beleidigt. sie auf den Arm so zieht, dass sie in die Szene kommt, einfach vor der Kamera. Das war so aggressiv und lustig, einfach genial, Und genau. ihm wird natürlich dann immer vorgeworfen, dass er sich zwar dass dann der reiche Hollywood-Star kommt dahin und will den Armen helfen, aber eigentlich nur, um sich selbst wieder zur Schau zu stellen. Das ist eigentlich ein ähnliches Dilemma, was auch Chelsea hatte, wenn sie über Rassismus spricht. Das ist immer dieses, ja, auf der einen Seite sprechen die halt als Stand-up-Comedians über kritisch, sozialkritisch auf der Bühne, über die Verhältnisse, die aktuell herrschen. Gleichzeitig aber sind sie ja Teil von diesen meist durch Kapitalismus verursachten Missstände. Und dann wird ihnen natürlich immer vorgeworfen, ja, du lebst doch selbst in so einer stinkreichen Wohnung und gibst dich mit den reichsten und schicksten Leuten ab. Was hast du Ja, denn? in einer Blase, ja. Genau, lebst selbst in einer Blase. Also wo ist denn dein Recht jetzt hier? Auf der Bühne überhaupt was sagen zu dürfen. Und dann ist ganz oft jeder Stand-up-Comedian steht dann immer sofort vor diesem Muss eigentlich, ja, eigentlich muss ich aktiv werden. Eigentlich wird der Aktivismus von mir gefordert, eigentlich. Und viele Ja. entscheiden sich dann. Also sieht es bei Chelsea Handler, man sieht es bei Russell Brand, dass viele dann tatsächlich was machen, ja, und auf die Straße gehen, Sachen anzetteln, während andere sich immer noch verstecken, so hinter ihrem Programm. Das finde ich ganz spannend, wer dann wirklich zum Aktivist wird und wer nicht. Da fällt mir übrigens Christoph Das Schlingensief sagt in ein. Ich diesem weiß, Buch auch. ja. Sorry. Kennst du Christoph Schlingensief? Das war ein deutscher Regisseur, der war nicht, glaube ich, über Deutschland hinaus nicht bekannt, Österreicher oder. Vielleicht könntest du ihn über Wien kennen. Also, der war ein sehr, sehr interessanter, erfolgreicher Regisseur, der dann an Krebs gestorben ist und das auch darüber geschrieben hat und das in seinen Inszenierungen immer auch eine Rolle mitgespielt hat. Und der erinnert mich sehr stark an ihn. Also der hat auch viele solche Aktionen gemacht, der hat so eine Art Big Brother gemacht, nur mit Ausländern, die abgeschoben werden sollten. Das hat er in Wien, glaube ich, gemacht. Also total, total krass, krass absurd, aber dann konnte man von außen, konnte man wählen, wer jetzt abgeschoben werden soll. Horror, genau, ja. Aber hat total, natürlich sozialkritisch. Der Hintergedanke ist natürlich nur, um Spiegel vorzuhalten. Guckt mal, was ihr eigentlich, wie asozial ihr eigentlich die Leute hier aus dem Land abschiebt und so. Und die Art und Weise, wie der manchmal austickt vor der Kamera oder früher ausgetickt ist, das hat mich total stark auch bei Russell Brand habe ich das auch gesehen. Ja, wenn du voller Adrenalin bist und dich über irgendwas total aufregst und dann steht da vor der Kamera und da sieht man so, dass durch und durch durchdrungen von so einem Adrenalinkick, der gar nicht mehr nicht, durch nichts mehr zu kontrollieren ist irgendwie. Völlig in Rage nur noch, ja, so. Was ich Tja. nur sagen wollte, ist, dass was du über diese Russell und in der Blase sein und wir auch ein Teil von diesem Establishment war,
Und in seinem Special, in diesem Netflix-Special sagt er, ja, ich war eine Weile nicht da, vielleicht habt ihr das gecheckt. Eigentlich wurde mir klar, dass wenn ich die Medien angreife, ich erscheine dann nicht mehr in den Medien. Weil ich, wenn ich die Besitzer von Medien angreife, dann erscheine ich nie wieder in diesen Medien. Also deswegen war ich nicht da. Das war so genial. Weil natürlich, also wurde er mit seinem Sozialismus, teilen wir alle, wir sind alle gleich und so, die ganze Geschichte weg mit dem Kapitalismus und so. Und natürlich hat er viele Feinde sich auch mittlerweile vielleicht auch gemacht. Ein Grund, weshalb er sich jetzt mit seinem Podcast auch was versucht hat, Neues aufzubauen. Ich meine, er hat es ungefähr zeitgleich mit der Pandemie auch so sehr stark ausgebaut oder vielleicht wurde es in der Zeit vor allem auch dann bekannt. Es gibt ein paar Videos, die sind bei YouTube drin und für den richtigen, kompletten Content muss man dann Geld zahlen. Also er hat sich im Grunde selbstständig gemacht und macht es auf höchstem professionellen Niveau alles selbst, macht sehr, sehr kluge Medienanalysen, immer ganz aktuell am Zeitgeist. Aber du hast Bill Burr erwähnt und ich wollte dich fragen, ob es ein Gespräch zwischen den beiden gibt. Ja, Bill Burr hat ja auch, Bill Burr hat ja auch einen Podcast. Hat ja jeder einen Podcast. Ich glaube, Bill Burr hat ganz oft mit seiner Frau auch was zusammen aufgenommen. Aber der hat einen eigenen Podcast. Aber ich glaube, Bill Burr war, glaube ich, zu Besuch im Podcast von Russell Brand. So rum war es, glaube ich. Wow, genau. Das muss ich mir anschauen, unbedingt. Yeah. Wow, genau. Das wusste ich nicht. Okay, das könnte interessant sein. Genau, und das Spannende ist schon, wie er das macht. Also erstmal die Themen, die er aufbereitet. Er analysiert im Grunde immer Medienausschnitte, zum Beispiel über dieses Free Britney Movement aktuell zum Beispiel spricht er drüber oder als die Queen, wie das Königshaus zerrüttet ist und auseinanderbricht, die alte Aristokratie und so weiter. Ja, das ist auch total spannend, was er darüber zu sagen hat. Aber was ich noch viel interessanter finde bei ihm, diesen Gedanke des Community Buildings. Also das scheint so ein, da habe ich überlegt, ob ich mal da irgendwie auch eine Übung in der Uni dazu mache, zum Thema Community Building, weil das scheint auch so ein Strang, der ist vielleicht gar nicht so neu, wie ich denke, aber der ist, was mehrere bekannte Leute auch verfolgen. Shia LaBeouf zum Beispiel macht das auch mit ein paar Künstlern zusammen, dass man in irgendeiner Weise vor allem übers Internet versucht, in Kontakt zu treten zu den Leuten, die sich das anschauen. Und im Grunde das, was wir nicht machen, nämlich YouTube-Kommentare beantworten. Ja, deswegen haben wir keine Community. Wir sind unsere eigene Community. Das machen die verstärkt. Community bauen, also nicht im Sinne von Nachbarschaft, sondern wirklich Community, also von etwas. Über das Internet schon. Interesse wie Podcasts oder so. Ja. Also er macht ganz, ganz stark das auf zum Aufrufen, ihm zu antworten, ihm zu schreiben in den YouTube-Kommentaren und er liest selbst dann auch qualitativ gute natürlich YouTube-Kommentare, liest er dann auch selbst vor in seinen Videos und er ruft immer wieder auch die, also das ist jetzt nur auf der Ebene jetzt nur von seinem Podcast vielleicht interessant, aber er sagt es auch global. Also er sagt immer, die Lösung für die Probleme auf der Welt wäre Community Building. Also Regierungen taugen alle nichts. Wir müssen untereinander eine Community bilden und uns vernetzen, uns gegenseitig helfen und so weiter. Das ist so sein idealistischer Gedanke, ja, so ein bisschen. Ja, ich meine, es ist völlig klar, dass... Also egal, ob ohne verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, will ich nur sagen, dass wir als eine Gruppe, eine menschliche Gemeinschaft und Gesellschaft, also die grenzüberschreitend ist, nationüberschreitend und alle andere Aufteilungen und also von uns nicht mehr existieren, wir sind dann wirklich, wir können alles tun, was wir wollen. Und natürlich ist eine solche Gruppe sehr, sehr gefährlich. Deswegen, also ich glaube, was so eine Tendenz ist, dass wir alle so dermaßen aufgeteilt sind, also in den letzten 2 Jahren in diese jetzt geimpfte und nicht geimpfte Gruppe und Querdenker und was weiß ich. Also das ist noch eine Gruppe, wo die Menschen einfach nicht eine einheitliche
Gemeinschaft bilden. Und das ist wirklich schade. Und er, ich glaube, dass seine Idee das ein bisschen so ist, so eine so World Community, sagen wir so. Also die Welt, die sich gegen die ganze Ideologie oder System kämpfe, aber nicht im Sinne von anarchistischen Sinne, aber im Sinne von etwas ändern zu wollen und so, wegen dieses genau, was ist. Ja, ich finde es natürlich immer einen interessanten Ansatz und auch wie sie das machen, wie sie darüber reden, finde ich auch interessant. Ist natürlich immer Quatsch, weil insofern, es geht ja auch immer von einer singulären Person aus und irgendwie brauchst du dann immer Strukturen. Also dann ist dann, weißt du, dann geht alles vom reichen Komiker aus. Das ist auch irgendwie absurd, ja. Aber was ich sicherlich interessant finde, wenn von Politik habe ich also keine Ahnung, insofern kann ich das jetzt nicht gut argumentieren, weshalb das unter einem politischen Aspekt nicht funktionieren würde. Aber was ich durchaus interessant finde, ist es unter diesem kreativen Aspekt nochmal weiter zu verfolgen. Also das wäre so die Richtung, die mich interessieren würde, so ein kreatives Community Building, weil das, was Shia LaBeouf zum Beispiel macht, das ist hochspannend. Also der macht in der Bronx, macht er irgendwelche kleinen Theatergruppen auf, vernetzt sich aber auch global übers Internet mit Leuten, er hatte irgendwie auch so eine halbe On-the-Road-Reise gemacht und hat dann aufgerufen, Leute, ihr könnt mit mir zusammenfahren und mit mir da Zeit verbringen in irgendeiner Hütte und so. Und das haben dann Leute wirklich gemacht und sich dann live dazugeschaltet. Also das sind so interessante Sachen, die da, finde ich, dann da entstehen, ja. Unter diesem kreativen Aspekt, ja. Und letztendlich macht er das ja auch alles, auch wenn er sehr politisch natürlich ist, er ist sehr, sehr stark politisch, aber trotzdem ist seine Plattform ja eine kreative. Also, naja. Ja. So, wir sind also Russell Brand Fans, oder? Können wir das festhalten? Total, auf jeden Fall, ja. Der hat eine Anziehung, das ist so verrückt. Manchmal ist man so genervt von ihm und denkt, oh Gott, was ein Charmeur, ist ja furchtbar, dass da eine Frau noch drauf reinfällt. Aber es ist so viel mehr als das. Es ist einfach so ein guter Redner. Ja, er ist sehr charismatisch, sehr intelligent. Ja. Ich glaube, dass er eine gute Chemie gibt es zwischen ihm und Emily Blunt. Also wenn jemand beispielsweise Graham Norton Show gesehen hat, wo beide Gäste waren, das sind, also diese Austausch zwischen den beiden, das ist so lustig. Genial. Weil die sind ein bisschen wie Bruder und Schwester, also die ganze Zeit. Also er versucht, alle ihre Geschichten und Storys so zu hackeln in der Sendung und so. Und das ist genial. Und sie wird so böse auf ihn und so. Genial. Also sehr, sehr cool. Also mit vielen Menschen hat er, also er ist wirklich ein, also Kommunikation ist seine Stärke, auf jeden Fall. Und er könnte wirklich alles tun, podcasten und Moderator sein und wirklich Stand-up-Comiker. Genau, demnach empfehlen wir deine Dokumentation und seine Stand-up. Ja. Das Buch wiederum, wirklich, würde ich nur Leuten empfehlen, die wirklich sich frei machen wollen von irgendeiner Sucht, die wirklich spirituell Interesse haben an spiritueller Literatur, die aber das humorvoll aufgearbeitet haben wollen. Also denen dieser spirituelle Talk ein bisschen auf die Nerven geht, die sich, so geht es mir zum Beispiel immer, wenn ich weiß, ich müsste, um Stress abzubauen, Yoga machen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Fantasiereisen oder autogenes Training, aber ich finde es immer zu affig, ja, dass ich das irgendwie, wenn ich dann diese, oh, jetzt legen Sie sich, kann ich mich einfach nicht ernst nehmen, dann muss ich immer lachen oder finde es absurd oder peinlich oder was auch immer, dass ich das, ist genau das Perfekte dann, das perfekte Medium für mich, wo das, der Gedanke an das Göttliche ganz tief empfunden trotzdem da ist, aber alles humorvoll aufgearbeitet. Genau. Mhm. Und ansonsten warte ich sehnsüchtig auf seine Autobiografie, weil die muss richtig krass gut sein. Wow, ja, die wird sehr gut sein. Ja. Bestimmt. Ja, gut. Auf jeden Fall Rebirth auf Netflix und dieser, wie heißt dieser andere Doku, das haben wir nicht gesagt, dieser über Wirtschaft, also er hatte einen wirtschaftlichen Doku auch gemacht, über so Konsumerismus und über die Bankenkrise und so weiter. Er hat viel gemacht, er hat sau viel, sehr, sehr viel Content, kann man sich alles anschauen. Ja. Ich würde sagen, wir schließen aber jetzt hier, oder? Ja. Genau.
Und wir hören uns das nächste Mal mit irgendeinem anderen Stand-up-Comedian. Wir sind immer noch in unserer Reihe Stand-up-Comedians. Folgt uns, abonniert uns bei YouTube, folgt uns bei Twitter, da sind wir @literaturblabla. Folgt uns bei Instagram, da sind wir Podcast-Analphabeten. Das wird gerade bespielt von dir, ganz toll. Ja. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, Sisi. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Diese Frage werden wir nicht mehr beantworten, weil es die Zeit ist. Die Frage werden wir nicht beantworten. Sie bleibt offen. Drei. 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 Analphabeten. Drei. 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 Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.